Alter. Was passiert hier? Scheiße. Herzliches Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame minus 1 mit Tomaniac. Heute schaue ich mir ein richtig altes Game an, nämlich Screamer. Ein richtig geiler Racer, wie ich bis jetzt zumindest auf anderen YouTube-Kanälen gesehen habe. Und den gab es mal für ein Apfel und ein Ei irgendwann bei Good Old Games. Und ich spiele das jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben selbst. Was ich rausgefunden habe, ist, dass man das Game nur mit der Tastatur spielen kann. Und wie ich da zurechtkomme und ob überhaupt, ja, werden wir dann vielleicht gleich sehen. Ne? Ich denke mal, mit Enter geht's weiter, oder? Und ich stehe total auf Racing Games. So viel sei schon mal gesagt, auch wenn ich die oft nicht gut beherrsche. Normal Game, Championship, Special Modes, Network Game. Das kann ich dann bei Optionen noch einstellen. High Detail. Natürlich High. Difference Dings, was heißt das? Schaltung? Ach, Schwierigkeitsgrad. Anfänger. Runden. Drei Stück. Boah, 35 ist das kleinste. Sprache an, Musik an. Okay, alles klar. Da würde ich sagen, wir starten mal ein Normal Game. Ich bin mal gespannt. Man spielt das Ganze mit den Pfeiltasten. Ne? Pfeil rechts nach rechts, Pfeil links nach links, Pfeil oben Gas, Pfeil unten Bremse. Und schalten ist irgendwie mit Alt oder Strick. Ich hoffe, ich muss nicht selber schalten. Ich hoffe, das kann man hier auch auf Automatik stellen. Wir sehen es ja dann gleich. So, tja dann, wollen wir uns mal hier irgendwie schon mal einen Namen machen. Okay. Oder auch nicht. Nehmen wir mal diesen Track hier. Ah, Automatikschaltung, das klingt schon mal gut. Was kann man denn überhaupt wählen? Grip Acceleration. Grip Acceleration, okay. Ja, so ein guter Grip wäre schon nicht schlecht. Komm, wir versuchen es mal mit dem Tiger hier. Ah, da steht manuell Transmission. Das heißt... Dass man die jetzt schon wählen kann, das wundert mich. Grip 0. Da gibt es ja doch einige Autos, ne? Was ist der letzte gewesen? Ja, ich weiß nicht, was hier gut ist. Ich nehme mal was, wo vielleicht überall drei sind oder so. Ja, nehmen wir den da mal. Das scheint nicht schlecht zu sein. Wobei, das wird sich dann noch zeigen, ob das schlecht ist oder nicht. Zumindest ist die Schaltung automatisch. Da bin ich mal gespannt. So gehört sich das mit durchdehnenden Reifen. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon geil aus. Da muss man sich jetzt schon konzentrieren. Uah. So, das aussieht, kann man die Cockpit-Ansicht oder so, die Perspektive nicht ändern. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Es steht nirgendwo in der Anleitung. Ich versuche mal in den Kurven einfach den Finger vom Gas zu nehmen und dann nur zu lenken. Oh. Nur zu lenken. Wahrscheinlich sehe ich hier schon irgendwie kein Land. Aber es gefällt mir. Es ist so richtig schön arcadig.
Cool. Das hat wirklich was von Spielhalle. Und da steigt mir plötzlich auf einmal das Spiel aus. Warum? Keine Ahnung. Super. Ja, dann halte ich das nochmal kurz an. So, na, ich hoffe, der macht das nicht nochmal. Ich muss mir nochmal eben kurz was angucken. Wobei, nee, das müsste schon so klappen. Ja, hoffentlich bleibe ich jetzt drin im Game und fliege mich schon wieder raus. Das wäre ziemlich blöd. Okay, mir unter Options... da gibt es irgendwie keine Möglichkeit, auch die Tastaturbelegung zu verändern, aber man braucht eigentlich, wenn man Automatik schaltet, wirklich nur die 4 Tasten. Und was ist denn Special Modes? Gehen wir da nochmal kurz rein. Time Attack, Slalom. Okay, also Normal Game wieder. Das T. Ah, mit Taste runter kommt man zum nächsten Buchstaben. So. Also nochmal. Palm Town. Ich nehme den von gerade eben. Zumindest konnte ich vorhin nochmal einen Blick in die Anleitung werfen. Und mit den F-Tasten kann man doch die Ansicht ändern. F1 ist so, F2 ist so, aha. Ah, interessant. F3 und F4, das waren weiter weg. Also ich bin eigentlich mittlerweile Fan von der Stoßstangenperspektive, weil ich meistens das Gefühl habe, dass ich den Wagen dann besser im Griff habe. Spaß und haut alle Hütchen weg. Alter Falter, war ich das etwa? Straßenabsperrungen sind doch total überbewertet. Look at that beschissene Time. Es hat auf jeden Fall ein schönes Speed-Feeling. Ich hoffe, dass ich jetzt im Game drin bleibe und nicht wieder irgendwie blöd rausfliege. Oder, wie man auch sagen könnte, die Tücken der Technik. Ja, ich bin mal gespannt. Die Kurve hat es in sich. Ja, I auch. Bei meinem Glück baue ich bestimmt noch kurz vorm Ziel wieder irgendeine Scheiße und bin dann auf einmal wieder Letzter. Das kann ich nämlich ganz... Ja, was soll das denn? Was ist denn du plötzlich los? Ich glaube, es hackt. So viel zum Thema faire Gegner. Es sah kurze Zeit nicht schlecht aus. Oh, guck mal, was haben wir denn hier für Perspektiven beim Replay? Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Wie ich das anhalten kann. Was ist denn, wenn ich No sag? Mal eine andere Strecke aussuchen, würde ich doch vorschlagen. Falls das geht. Lake Valley. Wie viel gibt es überhaupt? Drei Strecken stehen am Anfang zur Auswahl. Wahrscheinlich muss man irgendwie im Championship Strecken freischalten. So, fahren wir durchs Gebirge, ha?
Also ich meine, wenn es jetzt wirklich nur mit den vier Tasten steuerbar ist, dann ist das ja cool. Dann kann man das auf jeden Fall auch mit Tastatur spielen. Weil hier unter dieser MS-DOS, unter DOS-Box, findet er irgendwie mein Gamepad nicht. Boah! Alter! Rad hat's ja in sich. Sieht interessant aus, wie sich hinten im Hintergrund immer die Landschaft aufbaut. Also was mir gut gefällt, ist das Geschwindigkeitsgefühl. Mhm. Die Geschwindigkeit, mit der man in der Kurve in die Bande kracht. Super geil. Alter. Hier geht's ab. Egal, was ich tue. Ich bin trotzdem weit hinten. Also mir gefällt auf jeden Fall das Streckendesign. Ist cool. Ja, danke für nichts. Wer bremst, verliert, oder wie war das? Boah, Alter. In der Kurve auf jeden Fall. Ja, ich bin in Führung. Halte ich für ein Gerücht. Am Ende kommen sie doch wieder alle von hinten und überholen mich, wetten? Ich baue bestimmt irgendwo wieder Scheiße kurz vorm Ziel. Weil andere wahrscheinlich die ganze Zeit mit Bleifuß fahren. Ja, und es war leider nicht die letzte Runde. Ich warte nur drauf, bis der nächste von hinten irgendwie kommt und mich überholt. Oh. Ich habe das Gefühl nämlich, man schenkt sich nichts. Ja, die rücken wieder näher, was ich unten am Radar sehe. Bei meinem Glück fahre ich wieder irgendeinen Mist und auf einmal überholen sie mich wieder alle. Die Hütchen. Jetzt heißt es ein bisschen Glück haben. Ja! Wer hätte es gedacht? Platz 1. Cool. Man kann es also doch schaffen. Okay, weiter im Text. Gucken wir uns noch den dritten Kurs an. Am zweiten habe ich jetzt geglänzt. Also mal gucken, wie es hier aussieht. Lindbergh. Da rattert die Straßenbahn. Nett. Jetzt erstmal ab durch die Mitte. Ich kenne die Strecke ja nicht. Ich fahre das zum ersten Mal hier in meinem Leben. Erstmal irgendwie versuchen, ein Gespür für den Wagen zu kriegen. Noch. Windmühlen. Also eine harte Kurve. Oh, genau. Hart im wahrsten Sinne. Boah. Das müssen wir auch erstmal rausfinden. Da klebt mir einer ganz schön an den Hacken. Na, da ist er. Ich glaube, ich habe mich nicht so schlecht angestellt bis jetzt. Aber das heißt nichts. Nicht, dass ich wie auf Strecke 1 auf den letzten Metern noch von allen überholt werde. Kurven hier haben es auch in sich. Da muss man sich echt konzentrieren.
Ich glaube, da bin ich gar nicht schlecht durchgekommen durch die Kurve. Jetzt haben wir alles geben. Ja. Nur noch eine zum Verkacken. Letzte Runde. Boah, sehe ich das richtig, dass das auch noch auf Zeit geht? Da oben läuft nämlich die Zeit runter. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Boah. Eieiei. Da kommt wieder dieser Kreisverkehr. Oh Scheiß, das wusste ich. Ich hab's gerochen. Mist, die anderen kommen auch näher. Hoffentlich holen die mich jetzt nicht mehr ein. Na immerhin, zweiter Platz. Cooles Game. Gefällt mir. Gehen wir da mal raus. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal in diesen Championship-Modus kurz rein. New. Wollen wir mal gucken, was wir da haben. Welcome to the Rookie League. Ich bleib bei dem. So, mal gucken, was man hier machen muss. Mit durchdrehenden Reifen geht's ab. Ah, 10 Wagen sind am Start und ich bin als letzter gestartet. Ah. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Boah. Was so herrlich arcadig ist. Da stehe ich drauf. Also ich muss sagen, für seine Verhältnisse hat das Game eine echt gute Grafik. Da stimmt irgendwie alles. Das Streckendesign ist richtig geil. Satte, knallige Farben. Sprachausgabe. Coole Mucke. Das Speedfeeling ist super. Nur ich fahr scheiße. Nee, es noch geht's. Ich bin nicht so schlecht wie auch schon, zumindest im Moment. Aber das beurteilen wir dann, wenn ich irgendwann die Ziellinie überschreite. Ja, man sollte sich keine zu dicken Crashs erlauben. Uiuiui. Mal gucken, ob ich die Position halten kann. Das wäre noch was. Macht aber Laune. Tatsächlich, es ist wirklich so cool, wie ich das schon woanders gesehen habe. Kann ich nur empfehlen. Läuft. 9 Punkte gab's. Weiter geht's. Prepare for the next race. Ich bin prepared. Ja, wahrscheinlich gibt es dann mehr Strecken, die man jetzt wahrscheinlich hier in diesem Championship-Modus freischalten muss. Würde ich jetzt mal behaupten. Da zieht sie sich zusammen. Komme ich da noch vorbei? Irgendwas hat hinter mir geknallt. Oh, da fährt gerade eine Seilbahn raus. Boah. Wenn man irgendwo beim Rand fährt, dann ruckelt's gut. Fehlt nur noch Force Feedback. Unter den Fingern meiner Tastatur. Ja, ich fahre mir ganz schön Scheiß zusammen. Aber offensichtlich habe ich die vorhin irgendwie gut touchiert, diejenigen, die ich überholt habe. Dennoch liege ich vorne. Bin mal gespannt, ob es nach Kurs Nummer 3, den ich hoffentlich erfahren werde,
noch eine andere Strecke gibt, die wir da noch nicht gesehen haben. Soweit möchte ich auf jeden Fall noch kommen. In diesem Video. Oh. Das hier fällt mir voll. Ich mag Racing Games sowieso. Ja, grafisch ist es auf gutem PS1-Niveau, würde ich sagen. Ne? Kann gut mithalten. Aber ich glaube, das gibt es für die PS1 nicht. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, das gab es nur für den PC. Ich meine, es gibt auch eine Fortsetzung, Screamer 2. Die habe ich aber nicht. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie die aussieht. Ob die auch dann immer noch diese Grafik hier hat. Jawohl. Das gab wieder mal ordentlich Punkte. Sehr schön. Anscheinend gibt es 6 Strecken, wenn ich das richtig sehe. Und um sich zu qualifizieren, muss man wohl 42 Punkte sammeln. Das heißt, man muss wahrscheinlich alle ziemlich gut fahren, alle Strecken. Und dann kommt man wahrscheinlich in den nächsten Schwierigkeitsgrad. So, die können wir ja auch noch von gerade eben. Interessant wird es dann zu sehen, was danach kommt. Oh, danke. Dash. Ist wirklich sehr stimmig. Schön abwechslungsreiche Strecken. Also vorhin konnte ich das aber besser. Ja, als hätte ich gerade verlernt, wie ich vorhin fahren musste. Was ist hier los? Genau. Ja, das ist dann die Quittung. Wenn man nicht konzentriert genug fährt, dann ist der erste Platz schnell weg. Noch. Oh, scheiße. Die haben mich jetzt aber ganz schön in die Zange genommen. Habe ich den Vorsprung wieder rausgeholt. Konzentrieren! Shit! Nein, ich habe nie was von Bremsen gehört. Scheiße, das wird noch mal ganz knapp. Ja, ich habe die Führung verloren. Scheiße. Aber jetzt habe ich sie kurz mal wieder. So, und jetzt ein bisschen Glück. Dann sehen wir auf jeden Fall gleich noch eine weitere Strecke. Würde ich jetzt mal vermuten. Weil hier gibt es sicher mehr als nur die 3 Strecken. Ich meine auch was von 6 verschiedenen Strecken insgesamt gelesen zu haben. Nicht schon wieder da rein. Ja, da bin ich jetzt gut rumgekommen. So, wir sind nicht mehr weit vom Ziel. Da kommt's. Puh. Am Ende doch noch Platz 1. Sehr schön. So gefällt mir das. Nochmal so ein Rennen und ich bin qualifiziert. Jetzt kommt was, was wir noch nicht kennen, vielleicht.
würde ich mal vermuten. Ey, eine Nachtfahrt. Geil, ich liebe Nachtfahrten. Irgendwie von der Stimmung her. Ach, hier ist sehr coole Stimmung. Ey, das Riesenrad, voll die Kirmes. Das ist ja genial. Das sah ja geil aus. Ah, hier ist aber schon deutlich heftiger. Schauen wir uns auf jeden Fall mal die schöne Strecke an. Auch wenn ich hier vielleicht kein Land sehe oder so. Das ist im Grunde die Strecke, die ich schon am Tag gefahren bin. Nur jetzt sah man das erstmal so mit den ganzen Reklameschildern und so. Das ist ja cool. Das sieht echt schön aus. Wirklich hübsch. Ich kriege hier nichts mehr hin. Okay. Dürfte schwer werden, sich auf diese Weise zu qualifizieren. Das sieht so cool aus hier, mit dem Riesenrad und so. Oh. Also hier wird sich auf einmal nichts mehr geschenkt, ne? Hier geht's richtig los, hier wird eingeschenkt. Spaßig. Ja. I go. Aber ich komme nicht so weit. Boah. Also auf einmal harte Hunde. Was passiert hier, ey? Ich bin mal für einen kurzen Augenblick vorne. So, jetzt konzentrieren. Das wäre jetzt so geil. Na, die hängen mir dicht auf der Pelle. Shit. Und dann so ein Fahrfehler und schon bist du wieder hinten. Boah, Alter, Alter. Ah, was passiert hier? Scheiße. Haben wir noch mal irgendwo ein bisschen Glück? Vielleicht? Hm, wahrscheinlich nicht. Nein, da vorne kommt Ziel. Oh, und das gibt's nicht. So kurz vorm Ziel noch auf den 8. zurückgefallen. Oh. Spaßig. Total Score 7, das gab 0 Punkte. Oh, jetzt auf 42 zu kommen, wird aber hart, wenn jetzt 0 eingefahren wurden. Loser, better luck next time. Ja, ich glaube, das war's, oder? Jo, da bin ich draußen. Ja, coole Geschichte, Leute. Screamer, MS-DOS macht's möglich, beziehungsweise Good Old Games macht's möglich, dass man das hier heute auch wieder an einem modernen Windows-PC zocken kann. Ich hatte auf jeden Fall definitiv meinen Spaß. Das war jetzt richtig klasse. Und mir hat es richtig gut gefallen. Wie gefällt es euch denn? Schreibt mir doch mal eure Meinung da unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann wäre es cool, wenn ihr das honorieren würdet mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr nicht sowieso schon Abonnenten meines Kanals seid. Dann nicht vergessen, die Glocke zu klingeln, damit ihr auch regelmäßig Reklame in eurem YouTube-Briefkasten habt, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.